Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 2 und wir sind immer noch auf der Normandy. Kurz mit dem Crew quatschen, ob es Wie geht es denn unserem neuesten turianischen Crewmitglied? Seine Wunden sind bestimmt sehr schmerzhaft. Garrus ist hart. Er ist Soldat. Es braucht eine ganze Menge mehr, damit einer wie er in die Knie geht. Irgendetwas an ihm bringt mich dazu, dass ich ihn am liebsten umarmen und ihm ins Ohr flüstern Lass das würde. Bloß sein. Alles wird gut. Das könnte ich bepfui. Ich weiß genau, was Sie meinen. Sie beide wären ein schönes Paar. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Nein! Ich hoffe nicht, Tim. Ja, wir wären ein schönes Paar. Vielleicht werden wir auch irgendwann ein Paar. Wer weiß das so genau? Joker! Wir haben Garrus wieder, Joker. Hey, Commander, wir haben Garrus zurück. Das ist großartig, denn er war immer mein Liebling. Mit diesem Stock im Arsch. Hey! Gehe ich recht in der Annahme, dass hier Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Das wär's im Moment. Du und Edi. Bis dann, Commander. Seid beide komplett... What the heck? Ui, ich kann auf und zu machen. Schon mal daran gedacht, ob wir nicht in Wahrheit für die Bösen arbeiten? Wir arbeiten nicht für die Bösen, weil ich nicht böse bin. Wenn ich böse wäre, dann wärst du böse, weil wir böse wären. Wo ist mein Missionsblatt? Auf der Mission. Bla bla bla. Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Also, wir werden die. Genau. Quarantänezone. Wir müssen nämlich noch Mordin suchen. Gefangen. Dass ich da nicht schnell klicky speichern kann. Was ich jetzt gerne hätte? Einen Hamburger. Nicht aus dem Labor, sondern von einer echten toten Kuh. Mit Meerrettich. Ich hoffe, dass du den Hamburger von einer toten Kuh willst, wenn du eine lebende Kuh essen wollen würdest und die, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du eine Kuh nimmst und da ein Hamburgerbrötchen außenrum legst und dann einfach in die lebende Kuh reinbeißt, wäre das schon ein bisschen krank. Nur so nebenbei. Deswegen, die Aussage mit toter Kuh ist irgendwie komplett überflüssig, weil es eigentlich logisch ist. Wieso fliegen wir jetzt nach Omega, wenn wir gar nicht von Omega weggeflogen sind? Richtig. Damit wir einen Loading-Screen haben, deswegen. Ich stelle mir das gerade bildlich vor mit diesen Hamburgerbrötchen und der lebenden Kuh dazwischen. So. Mal abgesehen davon, what the heck. Wieso juckt mir eigentlich immer meine Nase, wenn ich Let's Play oder streame? Das regt mich auf. Ich nehme auf jeden Fall Garrus mit. Nea Fender oder Jacob Möpp. Miranda geht mir irgendwie auf den Keks. Said ist auch so ein Ass. Ich nehme dich mal mit. Aber wehe, du blabbelst Garrus an. Dann muss ich dir leider in die Nüsse treten. Schmierender. Nur damit das klar ist. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Oh, schaut mal, wie Garrus ist. In der Transitstation. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet.
Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Für mich ist das okay. Na, sollen sie ihn für tot halten, er ist aber nicht tot. Aber ich habe ihm ein neues Outfit gegeben. Das sieht irgendwie schon awesome aus. Also, wir werden jetzt Mordin Solus. Miranda! Miranda, geh dir mal, als hättest du irgendwas in den Arsch gezwickt. Okay, also. Wie kommen wir in die Quarantänezone? Shuttle-Quarantänezone. Aber, wieso heiraten da Leute? Ist die blöd oder was? Das ist ein Gedenkdings. Oh nein, ein verrückter Prophet. Milch ist Gift. Bereit! Das Ende ist. Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Sie, Sir, Sie sind ein Schandfleck. Und Sie, Mensch. Und Sie. Kann ich dich schlagen? Die Proteaner haben die minderwertigen Spezies verstoßen. Ich kann ihn nicht schlagen. Ich bin ein Asshole. Bla bla bla. Wer redet denn hier? Hier reden so viele Leute gleichzeitig, dass ich komplett blablabla bin. Moment. Nein. Erstmal mit ihm reden. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie denn anzubieten? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Hast du eine Zigarre im Mund? Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Okay, ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Erstens. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei. Wie hast du dir die Zigarre da reingesteckt? Zweitens, mit was bitte nimmst du die in die Hand? Und bei den bisher aufgetauchten Schiffen handelte es sich um kleine Kundschafter, die sich rasch wieder zurückzogen. Der Rat hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Das nehme ich mit. Was für Menschen. Allerdings nicht viel. Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie. Können Sie mal aufhören, Nachrichten im Hintergrund laufen zu lassen, nämlich komplett Ballerballer machen? Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun, aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Was ist das denn? Schlüpfrige Alien-Zeitschrift?
Ew. Why? Mal abgesehen davon, was ist das hier? Tentakel-Hentai? Pfui! Seriously. Haben wir da. Gesamte Gruppe, oh. Handeln Sie jetzt. Das ist wertvoll. Ja, das ist allerdings wertvoll. Es ist auch scheiß teuer. Was hängt denn da bitte? Was hängt da? Sind das Pie-Checks? Habt ihr da Affen umgeschnetzelt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist voll widerlich. Ach, halt's Maul da hinten in der Ecke. In der Face. Das Ende ist nah. Ein Zutritt. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Ich beschwere mich. Ich sagte doch, sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Was du sagst? Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Aria T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Mordin versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Das Wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Mhm. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Yippie-yay. Moment, mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Ich mach Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Siehste? Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Turianer. Oh shit, du bist ein Turianer, stimmt. Es ist sicherer, bei einer Truppe zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Nehme ich ihn jetzt mit oder nehme ich ihn jetzt nicht mit? Ich wusste doch nicht, dass die Kacke Turianer befällt. Scheiße. Wehe, Garrus, passiert was. Ich dreht euch in die Nüsse. Ach so, ja. Nee. Ich nehme... Ja, dann nehme ich halt Mirene da mit. Und Said. Der kennt sich ja mit Idioten aus. Oh, Said, du bist so sympathisch. Ich will nicht... Nee, weil das wäre mir jetzt echt das Risiko zu groß, dass ich da... wieso haben mir alle Waffen gezogen? Genau da! Genau da. Alles klar. Kann ich Waffen weglegen?
Nein. Unterwegs. Klar und deutlich. Sauber und aufgeräumt. Aha, ist okay. Könnt die beiden mal aufhören? Oh, Schubidu. Oh Gott, da ist schon der erste Leichenman. Das wäre jetzt echt nichts, wenn ich da Garrus in die Kacke reingedingst hätte. Ich habe keine Ahnung. Kommt der jetzt automatisch mit oder bleibt jetzt da stehen? Gehe Richtung Deckung! Alles klar. Unterwegs! Schon unterwegs. Wie kann ich denn das wieder aufheben? Wir haben alle erledigt! Bin gleich da! Ich gebe Ihnen Deckung! Hä? Ach jetzt. Oder? Oh. Ich befürchte zwar, dass diese Idioten eh nicht wirklich hinterherlaufen. Nicht schießen, sie dürfen rein. Oh. Danke, du hast mich nur erschreckt. Ach, mit euch kann ich nicht reden. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Die Watcher. Meine Frau. Sie haben uns gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Erstens, blöp. Zweitens, blöp. Jetzt kommt's. Das war's für dich. Kiss me. Seuchenkontrolle, einfachste Version. Leichen auf der Straße zu einem Haufen zusammenschieben und anzünden. Können wir uns darauf einigen, dass wir keine Leichen irgendwo hinschieben und anzünden? Das wäre schon mal ein toller... Was hat der denn da? Ein Mensch. Hätte ich mir denken können. Don't judge me. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Watcher. Ich muss Mordin Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Oh. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, hey, sollen sie... Bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Wenn du jetzt wieder eine Waffe auf mich hältst, ne? Sie, bin ich nicht mehr nett. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen.
Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Oh. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Ja, was wir wissen wollen und ob wir ihn vielleicht doch noch einen in die Fresse hauen, wenn er uns wieder eine Waffe vor die Nase hält, sehen wir vielleicht im nächsten Part. Über einen Daumen nach oben und netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.